Brei, ho, 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 ho. Diese Schönheit dieses Landes, in dem ich eigentlich heim und aufgewachsen bin, das fällt einem ja gar nicht, selber gar nicht mehr auf. Natürlich hat die Landschaft auch eine Geschichte, aber sie wird erst spürbar durch die Musik. Dann hatte ich die Idee, einen Musiker, einen Komponisten und Arrangeur zu fragen, den ich seit den 70er Jahren bewundere, wo ich mir selber denke, warum bin ich nie vorher auf die Idee gekommen, einen Kontakt mit ihm zu suchen. Professor Robert Opatko, habe ihn aufgesucht und habe ihm erzählt, was ich machen möchte und ob er nicht was arrangieren würde für mich. Ein Orchester mit einem Schwarm, du musst die Verbindung mit dem Schwarm aufnehmen und nicht mit den einzelnen Leuten. Das ist ja da etwas, wo ich wochenlang drauf hingefiebert habe und aufgeregt war und der Puls ist gestiegen, je näher es gekommen ist. Und gerade vorher bin ich draußen gestanden und dachte, und jetzt ist es schon wieder Geschichte, ist schon wieder vorbei. Aber diese zwei Tage mit dem Orchester und mit dem Professor waren wie ein ganzes Jahr so erfüllt.